Hey Leute, der L hier zurück mit einer neuen Folge Bound by Flame und ich steht eigentlich nicht unter so einem guten Stern. Mir geht's nicht so super, muss ich sagen. Das liegt schlicht und ergreifend dran. Ah, Mist. Ich würde eigentlich erstmal den Bogenschützen da fertig machen. Glück hat der andere Knochenkopf ein bisschen daneben gehauen. So, der ist weg. So, jetzt können wir hier mal. Mist. Na komm. So, jetzt bist du am Boden, Keule. So. Können wir wieder Feuer machen? Ja, was wollte ich sagen? Der Nagelfahrer, der hat aufgehört zu Let's Playen, leider. Und irgendwo fehlt da was. Ich gucke auf meine Abo-Liste und da ist irgendwie. Da fehlt was. Kein Video mehr, kein Kommentar mehr von ihm. Irgendwo. Als wäre er nie da gewesen. Das ist so ein seltsames Gefühl. Kein Nagelfahrer mehr für YouTube ist echt. Das ist so strange. Ist jetzt 3 Tage her. Gestern habe ich es eigentlich erst richtig realisiert. Also zum Punkt dieser Aufnahme habe ich es halt gestern realisiert. Au. Ist bescheuert. So. Ja, ich habe ein bisschen getanzt jetzt mit dem. Aber ich habe auch immer eine Kleinigkeit vergessen hier beim Spielen. Ich habe ja so noch so einen Kick, wo ich die so aus der Balance bringen kann. Brauche ich nie einsetzen. Wir halten nicht mehr länger aus. Später. Ja, und irgendwo, wie gesagt, es fehlt was jetzt einfach auf YouTube für mich. Ein cooler Let's Player, ein cooler Co-op-Partner, alles weg. Nix mehr da. Ich kann die Let's Plays nicht nachholen, die ich bei ihm noch nicht geschaut habe. Wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin durch den Lars, da hat er ja schon eine ganze Weile gearbeitet. Als Let's Player und hat er auch schon viel Material gehabt. Ja, ne? Geht jetzt nicht mehr. Ist scheiße. Was wird das, wenn es fertig ist? Du kommst mal mit. Na komm. Erstmal den hier loswerden. Der andere wird schon noch schwer genug, denn. Saß. Da komm du einmal. Du hast halt ein paar Ambrustpfeile im Rücken. Aber nur ein paar. Boah, der eine Reichweite mit dem Eis, das ist ja abartig. Au, alter Falter. Blöd, Mann. Hey, der kommt da echt nie rum, ne? Machen wir ihm trotzdem und zum Glück durch die Rüstung und alles, was wir haben, macht er uns nicht allzu viel, aber nervig, der Babsack. So.
So, Schulz ist hier. Kann ich die Fallen wenigstens wieder einsammeln? Kann ich wieder mitnehmen? Das ist schön. Ah, Leute, ist irgendwie echt, es ist strange. Irgendwie. Seit gestern ein ganz komisches Gefühl. Ich hätte nie gedacht, dass wenn irgendwie einer von meinen, ich sag mal, Kumpel, Freunde, ist immer übertrieben, wenn man gleich Freunde sagt, aber einer von meinen Kumpels auf YouTube sagt, ich mach nicht mehr, beziehungsweise er hat's ja nicht mehr gesagt, er hat einfach einen Schalter umgelegt, Schulz. Das fand ich ja auch ein bisschen scheiße. Nicht einmal der Aspekt, dass er sagt, er mag nicht mehr, sondern einfach wirklich, er ist einfach nicht mehr da, fertig, aus. Oh, ist das ein Überblendungseffekt, das ist ja scheiße. Sehe ich doch nicht. Wieder diese drei Konstellationen? Ja, nee, noch schlimmer. Ah, die, Alte. Die mögen wir nur nicht, ne? Da springen wir halt auch noch so schön in Zeitlupe. Das sieht natürlich epic aus. Nichts ist hier. So läuft das nicht. Ja, die hat schon ganz schön Schaden gefressen. Das wird gar nicht so registriert. Jetzt gleich durch. Feierabend hier. So. Ich schwach weit, ich kriege auch noch platt. Mist. Hätte ich blocken können noch. Bin ich ganz so konzentriert, muss ich zugeben. Warum dürfte jetzt wohl jeder verstanden haben? Ach, egal. Muss irgendwie weitergehen. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas dazu sagt oder so. Wo man Feierabend gemacht hat. Oben der Nagelfall gesagt hat zu sich, ne, will das nicht mehr, ich brech das jetzt alles ab. Zack, bumm, aus. So ein bisschen Bescheid sagen. Warum, es wäre schon cool gewesen. Aber ja, ne. Ist halt auch ein bisschen wie es ist. Okay, da waren wir schon wieder. Da waren wir schon mal. Schwarze Frostdomäne. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das alles Richtung Finale langsam geht hier. Hm. Ah, hier geht's weiter runter, okay. Latschen wir doch mal da lang. Ich werde aber vorher mal gucken, ob ich vielleicht irgendwelche Gegenstände. Ja. Besser ist. Vielleicht noch ein paar Sprengfallen. Oh ja. 8 Stück haben oder nicht, ne? Armbrustbolzen. Einer. Ne, den hebe ich mir dann auch auf. Das macht den Kohl dann auch nicht fett. Erstmal kommst du mit Bimmelkopf dran, das ist mir gerade wurscht. So, der ist jetzt zerlegt. Das ist super, sie wieder, ne? Ja, mach halt dich erstmal platt hier. Nicht getroffen, verdammte Scheiße. Und keine Magie mehr. Super. Läuft. Egal. Kriegen wir auch so nieder. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Bums.
Kamel, vergiss es. Au. Sollte einfach ein bisschen behutsamer sein. Okay, ganz klar, den Rücken kloppen. Hat einer ein Problem damit? Ich nicht. So. Das ist alles weg. Was sagt denn die Zeit? Ach, gerade mal 10 Minuten. Okay. Halbzeit. Dann geht's weiter. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Wenn ich darunter gehe, scheint's mir tatsächlich. Als ob ich denn da Mainquest technisch weiterkomme. Also gehen wir lieber hier lang. Und? Hallo? Drachenknochen, okay. Kommen wir hier rein. Vielleicht die finstere hier. Energie hinter dieser Tür ist viel zu stark. Alles klar, Vulkan. Ah, was haben wir denn da eingesammelt? Das waren ein paar Dolche. Drachenknochen. Sind wir nicht so prall. Heiltrank? Ne. Sprengfallen? Ah, eine. Gut. Wieso haben wir noch Sprengmeister? Ist in so einem Setting schon wirklich so ein bisschen strange. Ein bisschen deplatziert, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Übersehen, ja, Frechheit, ne? Haben sie halt hier nur alles weg. Au. Musst du in die Wand reinbacken, dass ich dich nie mehr sehen kann? Das finde ich eher nie so geil. Was soll denn der Scheiß? Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ach. Das ist eine blöde Kombo. Also hinter ihr kann nicht so viel passieren. Ah Gott, wenn sie die Attacke macht, natürlich schon. Ah. Was dann gemacht? Okay, geil. Ach, Schiede. Ein Schlag mehr, denn wäre hier Schutz gewesen mit der alten. Komm, jetzt ist Ruhe hier. Du brauchst ja auch nicht rumeiern. So. Das war so ein bisschen, wenn man hier die Schwachpunkte von den Gegnern kennt, ist das gar nicht so dramatisch. Ah, dann gehen wir mal da hinten runter. Okay, jetzt bin ich einmal komplett rum. Hä? Hab ich irgendwo einen Zugang noch übersehen? Also, da geht's irgendwie weiter. Ah, hier ums Eck. Okay. Haben nichts gesagt, Leute. Stinkehaufen. Stinkehaufen und ein Speicherpunkt. Und ja, haben oder nicht. Kann ich da bestimmt schon wieder basteln. Ein paar Sprengfallen. Eine. Und weiter geht's. Was gibt's denn hier Nettes? Ah, da scheint der Zugang zu den Soldaten zu sein. Super. Echt. Ja, na, ganz klasse. Au. Also erstmal muss ich echt den Bogenschützen loswerden. Das macht es mir nie leichter. Au. Und ja, Leute, habt ihr
Ey, sag mal, habt ihr keine anderen Hobbys? Okay, das Thema ist durch. Okay, jetzt ist hier Ruhe erstmal. Na komm her, na komm, mach den Boot. Interessiert ihn gar nicht so richtig, ey, Frechheit. Au, da bin ich einen Tuck zu früh gerannt, Leute. Und da war gerade Feuer aus. Na komm, ruhig mit. Na komm, ja, ich seh den. Au. Er hat mich gedreht, die Sau. Die Infight ist mir scheißegal, du Nase. So. Ich war einfach bloß hemmungslos draufkloppen, Leute. Und dann können wir da rein. Wie ist eigentlich die Zeit? 17 Minuten ist eigentlich ganz gut. Können wir uns mal angucken, was da Phase ist. Und ich bin mal gespannt, wie das sich anhört, weil ich nehme nämlich mit einem neuen Audioprogramm auf. What? Könnt ihr nicht machen. Könnt ihr nicht machen. Ist nicht, fällt aus. Hier, ich hau dir die Gemüseneckig, du Scharlatan. Dammter Babsack. Ich wollte dich staggern. Okay. Sehr schön. Jetzt kann ich die Soldaten tatsächlich befreien hier. Das ist natürlich nice. Ein bisschen Bonus gibt es auch noch. Was haben wir denn da? Elite-Soldatenrüstung. Die gucke ich mir gleich an. Erst hole ich immer mal die Soldaten hier raus. Ich verdanke dir mein Leben, Mensch. Und mehr. Kein Problem. Das passiert vielen in letzter Zeit. Ein Stück weiter oben ist ein Lager. Ich würde dorthin gehen, solange der Weg frei ist. Danke. Aber dort sind immer noch Gefangene. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passieren wird. Ich werde sehen, was ich tun kann. Im Lager werden sich die Roten Weisen um dich kümmern. Fantastisch. Vielen Dank. Hoffe, dich im Lager wieder zu sehen. Okay, haben wir einen befreit? Ihr Dach. Gehen wir noch auf die andere Seite rüber. Yippie! Endlich! Ist da noch einer? Welche? Ah, Büffel, sehr schön. In Wahrheit sind die Todwandler schon seit einiger Zeit erledigt. Aber ich brauchte etwas Zeit, um den Mut aufzubringen, durch diese Tür zu gehen, hinter der du mich fertig machst. Gut, dich zu sehen, Vulkan. Diesmal wäre es fast um mich geschehen. Ich wollte die Legende nicht zerstören. Bleib nicht hier. Es gibt ein Lager in der Nähe. Du musst sehr hungrig sein. Ich habe Stimmen auf dem Weg gehört. Ich glaube Elfen. Auch Gefangene. Alles in Ordnung. Ich habe ihnen geholfen. Hast du welche von uns gesehen? Ja. Eine dieser hässlichen vierbeinigen Frauen ist in der Nähe. Sie hat einige von uns erledigt. Ich konnte sie etwas beobachten. Sie scheint die Säulen um sie herum zu meiden. Das könnte hilfreich sein, wenn du sie bekämpfen willst. Und da ich dich kenne,
Eine Konkubine, hä? Hm? Ja, sie wird mir nicht entkommen. Gut. Mehr Energie. Auf die habe ich so gar keinen Bock. Aber so null. Müssen wir uns auch erstmal gar nicht drum kümmern. Die Rüstung gucken wir uns dann Anfang des nächsten Parts an. Ja, die ist ein bisschen frech, ich weiß, aber wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Macht et gut.